So, nach gefühlten 10 Runden habe ich es dann endlich mal geschafft, den Schneeballwerfer zu kriegen. Nämlich, den brauchen wir für die eine Aufgabe für die kostenlosen Wintergeschenke. Es ist nicht einfach, ihn zu bekommen. Also, ich habe jetzt eben eine Runde Gruppenkeile komplett durchgespielt, habe jede Kiste geöffnet, habe nichts gefunden. Jetzt habe ich sie random irgendwo rumliegen gesehen, habe sie mir natürlich direkt mitgeholt. Das ist halt genau die Waffe hier. Die müsst ihr bekommen und damit einfach 150 Schaden, meine ich. Sicher bin ich mir jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall eine gewisse Anzahl an Schaden machen und schon bekommt ihr dann auch, wie heißt es? Einfach so, zack. So wird das Ganze dann gemacht. Ich muss ja hier ein bisschen aufpassen wegen nur noch 2 Schuss. Also das Problem ist halt einfach die Munition. Ihr werdet da nicht viele Versuche haben. Geht da lieber auf Nummer sicher, wie jetzt hier. 3, 4 Leute laufen rum. Klar, ist Glück, aber so müsst ihr das am besten machen. Nicht einfach wild rumschießen und von den Leuten die Häuser und alles kaputt machen, sondern wirklich die sicheren Dinger machen. Ist auch eigentlich nicht so schwer. Das Problem ist halt nur einfach, überhaupt mal die Waffe zu finden. Lol, Aim ist wieder überhaupt nicht on point. Ja, er hat natürlich das Aim. So, aber die Medaillen, ich bin halt die ganzen Mammutaufgaben schon am machen. Beziehungsweise nur halt nebenbei. Und ich würde sagen, wir gehen dann auch mal direkt rein, damit ihr auch wisst, welche Aufgabe ich meine. Und wie gesagt, wenn ihr halt hier die Waffe habt, das ist gemeint mit diesem, mit dem Schneeballwerfer. Also nicht die normale RPG, sondern halt dieser Schneeball. Ihr seht, ja, Gruppenkeil halt, ne? Man darf nirgendwo stehen bleiben. Wir gehen aber direkt mal rein ins Menü, damit ihr auch seht, was ich genau meine. Es geht nämlich um diesen Ladebildschirm. Den bekommt ihr dann, wenn ihr halt die gewisse Anzahl an Schaden gemacht habt. Und mehr müsst ihr da eigentlich machen. Ich habe das Ganze halt in Gruppenkeile gemacht. Das Ding zu finden ist nicht einfach. Nur wenn man es gefunden hat, bietet sich natürlich Gruppenkeile am besten an, weil ihr da natürlich ganz einfach dann den Schaden machen könnt. Und ihr könnt gezielter den Schaden machen. Wenn ihr im Solo-Modus unterwegs seid, wird das Ganze natürlich schwieriger. Hier geht es halt um die Aufgabe, füge Gegnern Schaden mit einem Schneeballwerfer zu. Ich bin jetzt extra rückwärts gegangen, erst in die Runde, habe mir die Waffe gesucht, weil sie ist nicht einfach zu finden. Aber wenn ihr den Schaden dann gemacht habt, bekommt ihr halt, wie gesagt, diesen Ladebildschirm. Für quasi umsonst. Ihr müsst einfach nur ein bisschen Schaden machen mit dem Schneeballwerfer. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gerne ein Abo dalassen. Denkt dran, wir haben auch die Custom Games mit Gewinnspiel und nicht mit Gewinnspiel, mit Preisgeld und Skinverlosungen. Aber seid da einfach immer auf dem Laufenden. Derzeit wird es ein bisschen schwierig für mich zu streamen und so, denn Umzug steht an, aber ab Weihnachten bin ich wieder voll für euch da. Und in dem Sinne, viel Spaß auch mit der Aufgabe und haut rein.